Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Landhauswerwölfe. Und ja, beim letzten Mal war es ganz chillig, ne? Ich meine, wir haben eine Fuzzi da aus der Kommune, der Alpha, der hat wohl ein Kind adoptiert. Da sollten wir Hallo sagen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben auch uns um unsere Tiere gekümmert. Und wir haben nach diesem goldenen Leckerchen geguckt. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil Gründe. Heute sind Andy einige Dinge passiert, die es wert wären, auf Sozialhase gepostet zu werden. Nein, das muss ich jetzt hier auch nicht anfangen. Andy ist mit frischem Fleisch zurückgekehrt, ja. Kannst du dann vielleicht noch mal jagen gehen? Du das auch dein Dings auf So, Dingsen? Sollten wir das nicht mal in den Kühlschrank legen? Weißt du, jetzt sieht's hier wieder aus wie Sau, ne? Kann man nicht eigentlich? Ja, dann schlaf halt einfach mal. Wir brauchen ja auch ein bisschen mehr Schlaf. Wird er schon wieder sauer? Und warum? Hallo? Oh nein. Wieso denn Edgar? Ja. Schade, würde ich mal fast sagen. Wir haben noch einen Edgar. Wieso haben wir denn noch einen Edgar? Das ist der Ersatz Edgar. Oje. Und wir haben es mal wieder verpasst. Aber dann kann das ja alles nicht mehr so lange dauern, bis alles mal abkackt. Dann gucken wir doch mal, dass wir den anderen Edgar auch mal hier zuweisen, oder? Wenn wir ja angeblich noch einen Edgar irgendwie haben, dann sollte man das ja schon ausnutzen, ne? Ein beiges Lama gäbe es auch, aber ich denke mal, wir sollten eher mal die Tiere noch hinzufügen, die wir noch haben. Wahrscheinlich, weil er noch Tiere mitgebracht hat und ich weiß gar nicht, wie sich das da. Ich bin mal gespannt. Jetzt komm mal wieder runter. Ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Erfahrungspunkte da. Da kommt der Edgar raus. Wie jung bist du denn? Keine Ahnung. Gesundes Leckerchen. Das kann man ja natürlich ihm auch mal verpassen. Oh, wie bist du? Sag mal, Tabifuno. kriegst du dich mal wieder ein? Ich weiß nicht, wie ich ihm das austreiben kann. So, sauber.
Okay, ich würde mal fast sagen, dann entweder reisen wir jetzt dahin, wo keiner ist, glaube ich. Vielleicht sollten wir auch einfach mal zusammenziehen, dann kriege ich den bestimmt gleich da irgendwie von dem Alpha-Posten. So, dann werden wir doch mal den Garten fliegen. Diesmal ohne Fahrrad, glaube ich. Weil das war ja echt irgendwie mies, ne? Als er da irgendwie dieses komische Gedöns gemacht hat. Man alles weiterentwickeln. So, aber die Pflanzen brauchen kein Gedöns. Wo ist denn der Hampelmann? Na, guck mal, da ist der Wolfgang. Kann man mit dem nicht auch irgendwie Angie. kämpfen? Ja, komm, wir machen mal Tau ziehen heraus. Ach, er hat doch sein Fahrrad. Wer hätt's gedacht? Alter. Dann mach das doch auch. Was willst du denn jetzt schon wieder? Björn Bergsen und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Ja, kein Thema. Sag mal, also irgendwie ist der doch echt bescheuert in der Birne. Können wir jetzt den lieben Wolfgang zum Tauziehen herausfordern? Damit wir hier mal ein bisschen üben können. Ups. Das hat auch eigentlich gar nicht mal so schlecht funktioniert. Guck mal, da ist der Obermacker. Kann ich dich denn noch mal? Ehrenhafter Kampf oder episches Tauziehen? Ja, dann machen wir doch das Tauziehen, oder? Oh Mann, hoffentlich geht das mit Fahrrad gut. Oh. Wir sind jetzt Oberdings. Wie geil ist das denn? Ja. Okay. Allsucher. Wir könnten natürlich auch. Was ist das? Einsamer Wolf. Ja. Crack in einer Werwolf-Rauferei besiegen. Hier, das hier, da müssen wir in die Werwolf. In die Wildfangs. Ja, einsamer Wolf. Was haben wir denn hierzu? Apex aufsteigen, das Biest entfesseln. Wohin läuft er denn? So, dann werden wir doch mal das Sparring hier machen. Einfach unglaublich. Andy ist in der Moonwood-Kommune auf den Alpha-Rang aufgestiegen und führt das Rudel nun offiziell an. Einzigartige Macht über Rudelmitgliedschaft und Ränge, besondere Interaktion mit den Mitgliedern. Irgendeine Wanduhr.
Und jetzt? Oh, wir sind aufgestiegen. Cool. Er ist das Beste vom Besten, die Creme de la Creme, und steht an der Spitze der Nahrungskette. Andy ist jetzt der Apex-Werwolf. Die letzten Fähigkeiten der Stufe können nun gekauft werden. Hoho. Wo ist denn eigentlich unser Treffpunkt? Anlage benutzen. Dekorieren. Freundlich. Wie sieht denn das dann aus, wenn wir den freundlich dekorieren? Ach, wie süß. Ja, das sieht doch nach was aus. So, dann lass mich mal sehen, was wir auf der letzten Stufe noch dingsen können. Andy kann das Megatempo jetzt jederzeit aktivieren. Laufe dem Postboten hinterher, flitze in den Wald. Die Möglichkeiten sind endlos. Unsterblicher Wolf, es ist endlich vollbracht. Solange der Mond aufgeht, wirst auch du dich erheben. Aha. Mondheulen. Vermächtnis des Lykaners. Das Abenteuer von Andy ist bla bla bla. Nee, ich würde gerne Alpha-Wolf. Und zwar gewinne die meisten Kämpfe und Herausforderungen gegen andere Werwölfe. Das kaufen wir uns. Und einen Punkt hätten wir eigentlich noch. Bei Fluchtträger, suche andere Sims und mache ihnen dies zum Geschenk. Suche den Mond und bade in seinem Licht. Tunnelgräber. Urinstinkte. Oh, ich glaube, dass wir Hedas hier nehmen. Diese Mondresistenz, dass er davon nicht beeinflusst ist. Ja, ich denke mal, das könnten wir eigentlich mal machen. Gut, dann hätten wir das doch schon mal zumindest erledigt. Ja, wir sind also Alpha. Wir sind der Rudelführer. Und wir müssen mal gucken. 25 mal das Biest entfesseln. Dann werden wir uns doch ein paar Sachen aufstellen und dann da unsere Sachen ankratzen und so. So, mit dir wollte ich auch nochmal Sparring machen. Einfach aus Prinzip. Weil wir das auf der Liste haben. Wir müssen fünfmal... Hallo, leg mal das Handy weg. Hier sind wichtige Dinge zu erledigen. Hast du dir das irgendwie gesagt, dass du das... Oh, meine Fresse. Lenk doch nicht ab. Nur weil er sich jetzt selber nicht unter Kontrolle hat. So, haben wir es jetzt endlich mal. Also manchmal ist er schon schwierig, ne? So, haben wir jetzt gewonnen oder hat er nicht gewonnen? Manchmal ist das echt nicht irgendwie
nachvollziehbar, wer jetzt hier was gedingst hat. So, weil wir mit denen ja so halbwegs schon alles gemacht haben, würde ich gerne mal hier hingehen. Nee, ich gehe in die Bar. Und da sind doch auch noch in der Nähe irgendwie dieses andere Rudel. Mit denen können wir ja auch noch dieses Wolf-Gedöns machen. Die können auch, glaube ich, immer mit demselben irgendwie das machen. Aber ist ja auch blöde. Ich weiß halt nicht, wo ich diesen Crack finde. Dass wir den auch mal vermöbeln können, wenn es halt dann mal Zeit wird. So, sollen wir dich mal ein bisschen beruhigen? Weil hier wollen vielleicht Leute was trinken. Ach, jetzt will er das gar nicht mehr. Hätte ich wissen müssen, ne, dass er daran eigentlich gar kein Interesse mehr hat. Ach, guck mal, was geht denn hier drüben ab? Da ist einfach der Christopher und... Ach, die Lu. Die bekämpfen sich jetzt da hinten. Wahrscheinlich auch wieder so ein Übungsgedöns. So, hier drüben habe ich das doch gemeint. Da würde ich gerne mit dir auch noch sowas machen. Und da drüben ist auch noch ein Werwolf. Ich hoffe, dass der bald mal herbeikommt. Bestimmt mit seinem Fahrrad, genau das bedrohliche Fahrrad in rosa. Das hätte ich an deiner Stelle auch rausgeholt, um anderen da so ein bisschen Angst einzuflößen. Was willst du denn jetzt? Nix auf Wiedersehen. Kommst du jetzt sofort zurück? Was ist denn mit ihm? Ist er bescheuert? Der soll sich doch mit dem... Oh, Mama, Bach. Andy, du kommst jetzt hier hin, ja? Und dann... Bitte. Wir müssen hier unsere Aufgaben machen, okay? Da können wir nicht hier einfach so machen, wie wir wollen. So, und jetzt Werwolf-Sparring oder wie auch immer das heißen mag. So, mit ihr machen wir das gleich auch mal. Lass dich doch nicht so vermöbeln. Was ist denn? Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Ja, dann mach doch ein Baby. Ich habe hier gerade andere Dinge zu tun. So. Die nächste, mit der wir das hier vollziehen können. Happiny. Genau, Happiny. Happiny, und dann stehst du mal auf. Wir wollen hier jetzt kämpfen. Hast du keinen Bock da drauf? Bist du ein Weichei? Und dann müssen wir dringend mal jagen gehen, damit er dann auch wieder was zu futtern hat. Oder ich glaube, wir haben doch auch noch im Inventar, ne? Oh, es ist verdorben. So, dann können wir... Ach so, einfach verbrennen, ja. Alles klar. So, dann bitte mal ein bisschen Nahrung herbeizaubern. Ja, genau. Geh mit deinem Fahrrad jagen. Alles klar. Das hier. Oh, können wir mit ihm nicht auch machen?
das Bearing. Aber erst das Essen, damit wir da gestärkt sind. Wenn er dann auch endlich mal herbeikommt, weil eigentlich wäre es auch Zeit für einen Cut. Aber wie der Andy halt eben so ist, der hat halt seine eigene Geschwindigkeit. Wir können auch nochmal mit dem Wolfgang hier dingsen. Ist er auch ein Werwolf? Ach, die machen das schon. Wie sie guckt, oh Mann. Shrek eilt ein gewisser Ruf voraus und er darf auf keinen Fall schrecklicher als der von Andy sein. Fordere Shrek zu einer Werwolffrau frei heraus und gehe siegreich daraus hervor. Ja, ich denke mal, wir werden irgendwo Shrek finden. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal war er irgendwie in dem Hanford on Bagley. Aber ich weiß halt nicht, wo der jedes Mal irgendwie rumhantiert, ne? Also bin ich mal gespannt, ob ich den jemals wieder treffe. Ich mache hier jetzt an der Stelle einen Cut und wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.